Als das erstmal so kam, dachte ich, okay, ach mein Gott, was geht dich das an? Du bist hier in deinem Atelier, bist eh meiste Zeit alleine. Aber dadurch, dass man ja immer mit diesen Infos und das ging auch alles so wirklich tief in mich hinein. Und dann habe ich gemerkt, dieses Ganze, wie ich so gerne so ein bisschen spielerischer arbeite und auch das gerne ein bisschen schön gestalte und dass das auch so zentriert ist, das ging gar nicht mehr. Und ich wusste, dieses Thema kam immer so in meinen Kopf. Ja, und dann habe ich irgendwie zwei Bilder angefangen, die ich dann letztendlich auch übermalt habe, wo ich dann versucht habe, dieses Corona irgendwie zu verarbeiten. Das hat aber nicht funktioniert, weil das einfach zu verkopft dann war und ich spürte auch die Energie nicht. Im Laufe der Zeit habe ich aber gemerkt, das tut mir überhaupt mental gar nicht gut, weil dieser normale Flow, den ich habe und dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, immer auch so ein bisschen was Verträumtes und dass ich ja auch beim Malen Energie sammel. Und das war dann auch so ganz schön, als dann bei diesem Bild, das lief dann von ganz alleine. Also dann auf einmal merkte ich, boah, jetzt kommt wieder Kraft, innere Kraft. Und deswegen passte das dann, ich hatte das, glaube ich, weiß ich gar nicht mehr, nicht genau für die Ausstellung gemalt, aber ich merkte, wie mir das so Kraft gab und wie ich mich gefreut habe. Es war einfach nur frisch, öffnend für mich und schön. Also dieser Arbeitsprozess hat mir dann weitergeholfen. Das war, glaube ich, schon mal ein kleines Schlüsselbild. Wobei dann die ganze Krise, also dieses, was einem ja immer im Nacken saß, noch nicht zu Ende war. Und dann habe ich diese ganze Serie an Selbstporträts einfach mal gemacht, weil ich nicht an mein inneres Kraftzentrum tatsächlich dran kam. Und denke, okay, jetzt guckst du dir mal jeden Tag im Spiegel an und malst dich. Über 40 Stück dann. Aber da bin ich jetzt auch mit durch. Wenn ich sie brauche, kann ich auch mal wieder irgendwo eins drüber malen. Es geht ja nicht darum, das so zu schönen, dass du so ein hübsches Porträt da irgendwo hast, sondern dass du dich mit dir selber auseinandersetzt und das hilft. Und das war ein Jahr lang tatsächlich meine Maltherapie. Und dann sagte alles schon, willst du jetzt mal wieder was anderes machen? Ja, und dann kam Corona und hat mich nochmal durcheinander gewürfelt. Ne? Aber jetzt sehe ich das alles. Weil ich jetzt was entdeckt habe. Weil ich weiß, bleib bei dir. Bleib bei dem, was du auch am besten ausdrücken kannst für dich, wo du überzeugt von bist, du musst nicht gucken, was andere machen. Das gewöhne ich mir auch gerade total ab. Aber genau genommen würde ich natürlich schon mal gerne wieder Ausstellungen besuchen von anderen und gucken und unterhalten. Das hat jetzt wirklich sehr gefehlt. Ja. Dieser Austausch auch. Ja. Ne? Die Stipendien, da habe ich mich riesig drüber gefreut. Und weil man konnte dann ja auch mal etwas anderes tun, was außer der Reihe ist. Beim ersten Stipendium habe ich mich ja mit Augmented Reality beschäftigt. Dann habe ich mir mit Hilfe eines Programmierers eine App machen lassen, sodass, wenn ein Besucher in eine Ausstellung kommt, auf seinem Handy, wenn er diese App denn drauf hat, und dann eben sieht und dann bewegen sich einzelne Elemente in diesen Gemälden. Und man sieht auch gleichzeitig den ganzen Raum und das ist schon ein bisschen spannend. Und das hatte ich schon lange mal vor und ohne dieses Geld wäre das natürlich überhaupt nicht möglich gewesen.